Willkommen Traderinnen und Trader zur Donnerstagbesprechung der Märkte. Heute mit Brent, US-Dollar, Kan-Dollar und kanadischer Dollar, japanischer Yen. An dieser Stelle ja ein schönes guten Morgen und danke auch für die vielen Genesungswünsche. War ja ein paar Tage hier nicht am Start. Bin auch noch nicht zu 100% fit, aber Faszination Trading, es zieht mich immer wieder zurück an die Märkte. Aus diesem Grund hier möchte ich nicht allzu lange warten lassen, um ein paar Marktanalysen mit rüberzubringen. Wie immer kümmere ich mich auch sehr, sehr gern über oder um die ein oder andere Frage am Wunschmarkt. Das heißt, wer mag, gerne rein in die Chats auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann kann ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt direkt auch mit besprechen. Das Ganze wie immer hier an dieser Stelle. Ja, erste Frage haben wir schon. US-Dollar, nein, Euro-US-Dollar, den bespreche ich dann natürlich gleich. Bevor wir das Ganze machen, natürlich hier auch der Risikohinweis an dieser Stelle. Natürlich wie immer, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und damit machen wir weiter mit den wichtigsten Fakten um die Nachrichtenlage hier und heute an den Märkten. Hier, wir sehen es, es gab schon ein paar Nachrichten in der Nacht aus Großbritannien und auch aus Kanada. Die sind jetzt, denke ich mal, nicht so massiv marktbewegend für das, was wir jetzt gerade heute auf der Uhr mit haben. 8 Uhr gab es den Verbraucherpreisindex hier in Deutschland und wir sehen, die Inflation kommt nicht vom Fleck. Das wird die Notenbanken irgendwann wieder mal auf den Plan rufen für die nächsten Stützungsmaßnahmen, weil die, sag ich mal, verharrende Inflation ist ja etwas, das wir an dieser Stelle schon längere Zeit sehen und die Zentralbank hier, die EZB, hat ja das Ziel, die Inflation mal wenigstens Richtung 2% zu bringen. Das zur Zielmarke und wir sehen, wo wir aktuell hier stehen. 14.30 Uhr gibt es dann heute aus den USA Nachrichten oder die aktuellen Zahlen zum Verbraucherpreisindex. Hier das Ganze in der Kernrate. Wir sehen auch die Erwartungen, spricht man das Ganze aufs Jahr mal an, wird hier von einer Prognose von 2,2% ausgegangen. Das Ganze hier auf den Monat Januar für ein Wachstum von 0,2%. Dann gibt es am Nachmittag auch um 14.30 Uhr noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und heute am späten Abend dann kurz vor Mitternacht deutscher Zeit um 23.30 Uhr spricht wieder mal ein FOMC-Mitglied. Das die wichtigsten Fakten für den heutigen Tag und an dieser Stelle bitte auch alle Zuschauer hier, die die Videos auch sehen, immer auch die eigene Analyse auch mitmachen für die Währungspaare, die getradet werden. Ich kann ja hier von zeitlicher Seite her nicht für alle 80 wichtigen Währungspaare oder für die größten wichtigsten Währungspaare immer alle Nachrichten direkt parat haben. Wir konzentrieren uns hier auf die wichtigsten, aber es ist halt einfach so, dass Nachrichten auch für die anderen Währungen interessant sind. Von der Seite her immer ein bisschen auch die eigene, ja sage ich mal, Nachrichtensuche mit forcieren. Und damit blicken wir gleich mal in die Charts. Ich hatte es ja schon gesagt, heute auf der Uhr brennt US-Dollar, Kan-Dollar und Kanadollar, japanisches Yen, also Kan-Dollar, japanisches Yen. Wir sehen hier gerade im Chart den Preis oder den Tageschart vom US-Dollar, Kan-Dollar. Den hatten wir vor kurzem ja schon einmal besprochen, als wir hier über diese starke Aufwärtsbewegung hier mitgesprochen hatten. Also das sozusagen, als der Markt hier schön nach oben getrendet ist und dann sozusagen hier den Trend vollzogen hat, bis oben rein in das alte sozusagen Level um diese Hochs da oben. Ich räume mal kurz ein bisschen auf. Also diese Marke hier oben, da sehen wir ja, das war das alte Hoch. Ich mache mal ganz kurz die Trenderkennung hier auch ein. Schaut euch das Ganze mal bitte an. Hier schön Bewegung, Korrekturen, Bewegung. Das wechselt sich alles sehr, sehr schön ab. Und wir hatten vor kurzem schon mal drüber gesprochen, dass man gesagt hat, okay, wir hatten hier einen Seitwärtslauf und da musste man einfach mal schauen, ob wir direkt noch vorher umdrehen oder erst den oberen Bereich testen, bevor der Markt hier rumdreht. Wir haben es gesehen, der Markt lief hier oben raus und hat nochmal diesen oberen Bereich um die 1,33, 2,75 angetestet, bevor es dann nach unten ging. Und wichtig ist ja bei solchen Sachen, wenn wir hier
diese Korrekturtrends zum Bruch begleiten wollen, um dann die Unterseite zu bespielen, ist halt, dass dieser Trend, der hier nach oben läuft, auch wirklich gebrochen wurde. Und wir sehen es hier, dieser Trend wurde mittlerweile gebrochen. Wir sind sehr, sehr schön nach unten durchgelaufen. Hier im Low haben wir gestern gestanden, um die Marke von 1,33, 3,58. Also das ist schon ein deutliches Stückchen unter diesem Trendtief hier. Das heißt an dieser Stelle, wir sehen es, wir sind hier 2 Tage abwärts gelaufen. Jetzt ist ein bisschen korrektive Phase. Heißt an dieser Stelle also, laufen wir hier unten drunter unter das Tagestief von gestern, dann sollten wir uns auf alle Fälle weiter auf der Unterseite orientieren. Anlaufbereiche, bevor wir in die Stunde schauen, ist erstmal ein wichtiger Marker hier, dieser alte Bruchbereich hier, da hänge ich gleich mal noch ein Preisschildchen dran hier, in diesem Bereich, also um die Marke von 1, was haben wir hier, 31,8. In diesem Bereich, das ist der Marker, wo hier das Trendbruchlevel kam, also dieser Trend, der hier sozusagen sich nach unten geschlängelt hatte, der wurde hier oben in diesem Bereich rausgenommen. Das ist durchaus erst einmal ein wichtiges Anlauflevel, wenn man sich das Ganze auf dem Tageschart mit anschaut, weil was wir ja nie wissen ist, ob wir jetzt nach diesem starken Rücklauf tatsächlich wieder runterlaufen, Richtung diesen alten Tiefes, oder ob es erstmal ein Stück nach unten geht und wir dann entsprechend von der Unterseite wieder nach oben drehen, um dann nach oben durchzulaufen, so wie wir das vor kurzem beim Euro-Austral-Dollar auch gesehen haben, nur auf der umgekehrten Seite. Ja, das war auch ein Trade, der hat viel Spaß gemacht, aber man muss halt flott sein und solche Dinge auch gut genug erkennen. Von der Seite her schauen wir hier jetzt nochmal in die Stunde hinein, hier das Ganze mal noch etwas zusammengerafft, damit wir es hier nochmal sehen können. Also schaut, das Grüne hier ist sozusagen der Trend, den wir auf Tagesbasis hier in den letzten Schüben oben gesehen haben. Hier war das letzte Trend tief bei 1,32,620 und wir sehen es, hier sind wir drunter gelaufen, wenn wir uns das kleine mal hier im Lower Time Frame anschauen, hier, wir sehen es, der Markt ist ja auch schön nach unten getrendet, jetzt kommt halt die korrektive Phase und da schauen wir uns das Ganze nochmal eben etwas näheren an, wo wir hier an dieser Stelle auch ranlaufen könnten. Und da sind wir mittlerweile schon in einem der wichtigen Bereiche, nämlich hier, wenn wir uns das mal anschauen, dieser Ausbruchsbereich, der ist hier ja zwischendurch mittlerweile zweimal angetestet worden und da prallt der Markt momentan immer wieder ab. Bleibt es beim Abprall, wie schon gesagt, und wir laufen hier um das Tief weiter, dann haben wir schön eine Fortsetzung dieses Trends, dieses Stundentrends, der sich dann schön nach unten weiter fortschlängelt. Ansonsten, wenn man hier das Ganze ein bisschen zur Oberseite hinschauen möchte, wo es oben hingehen kann, schaut mal hier oben, dieser starke erste Bruchbereich wäre dann durchaus einer der Anlaufpunkte, beziehungsweise hier natürlich das Level hier unten, was wir hier zuerst hatten, als wir hier den etwas größeren Schub nach unten gesehen hatten. Warte, das mache ich mal ganz kurz mit der Hand in der Einzeichnung rein. Also wenn man das Ganze mal hier grafisch ein bisschen darstellt, ich zoome es mal etwas weiter, hier diesen schönen Runterlauf hier. Also da hatten wir zum einen den ersten schönen Schub zur Unterseite hin. Da sind wir hier schön nach unten reingelaufen an dieser Stelle. Dann kam es hier zur Korrektur, ein Schub nach oben hier an diesem Punkt. Dann haben wir schön den Abwärtstrend in seiner Entstehung gehabt, schön nach unten gelaufen, dann wieder den Weg nach oben gefunden, hier in dieses Korrekturlevel oben rein und dann hat sich der Markt so richtig schön hier nach unten geschlängelt, hier das Ganze hier bis zu dieser Kerze hier rein, dann wieder eine kleine Korrektur gemacht an diesem Punkt. Also wir sehen hier, der Markt trendet halt einfach so ein Stück weit nach unten und hat es jetzt halt bis runter gebracht und jetzt sind wir halt hier in der Korrektur des Ganzen und wir sehen es halt hier, hier gab es zwischenzeitlich schon mal ein kleines höheres Tief hier an dieser Stelle und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was weiter passiert. Laufen wir hier oben drüber, dann haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend, der erstmal wirklich Gegenbewegung macht und der sucht sich dann halt gerne solche Korrekturlevel, wie wir sie da auch haben und wie schon gesagt, hier das nächste wäre dann hier oben die 1,32,762 beziehungsweise hier dann, Moment, dieses Level, da oben haben wir es ja schon, diese zwei Level, die oben drauf noch kommen, die 1,33,38 hier oben in etwa, beziehungsweise dann hier oben die 1,33 um die 1,44. Das ist das, was wir auf der Oberseite durchaus noch mitnehmen können, wenn wir hier ein Stück weit höher laufen in der Korrektur. Wie schon gesagt, das Ganze wäre dann der regressive Part an dieser Stelle.
Geht es nach unten, können wir uns auch zur Unterseite schön mit orientieren, wenn wir uns das mal anschauen, und zwar an den Swing Lows, die wir hier haben. Wie schon gesagt, wenn wir hier unten tatsächlich drunter durchlaufen, unter die 1,32,32, das ist eines der, also das war diese Außenkerze hier, das Tief der Außenkerze, das zeige ich hier an dieser Stelle gerne nochmal, hier etwas reingezoomt in den Tageschart. Schaut mal, wir hatten hier so einen schönen Außenstab, da war halt ein unterstützendes Low gewesen, die 1,32,320, dieser Bereich hier unten, das wäre mein erster Anlaufpunkt. Ja, das hat ja, ist ja nicht ohne Grund hier dieser Startschuss für diese starke Bewegung gewesen. Wenn dieser abverkauft wird, ist das halt ein wichtiger Marker auch, und dann kann man sich schön zur Unterseite orientieren, und dann können wir nämlich schön hier im Stundenchart nach unten weiter runter schlängeln uns, und zwar hier an die Level ran, wie ich sie das letzte Mal auch schon gezeigt hatte, die wichtigen Marker hier im kleinen Bereich sozusagen erstmal hier, das wäre mal unten dieser kleine Schwungbereich hier um die 1, naja, knapp 32, beziehungsweise dann hier an nächster Stelle hier dieser Bereich hier, auch ein schönes Korrekturtief aus diesem Trend, das sich hier nach oben geschlingert hat, die Marke um die 1,3155 in etwa, dieser Marker hier. Und dann gehen wir schon zurück auf die Swing Lows dieses grün markierten Trends, ne? Und das wäre der erste Anlaufpunkt, die 1,3132 in etwa. Das haben wir hier zur Unterseite, sobald der Markt entsprechend hier wieder rumdreht. Und wir sehen es auch, wenn er dann wieder rumdreht, dann bildet er hier auch schön einen Abwärtstrend, den man dann auf Tagesbasis auch mit sehen kann. Das heißt, da bekommen wir hier nicht nur eine schöne blaue Linie angezeigt, die diesen Trend gebrochen hat, sondern da bekommen wir tatsächlich einen Abwärtstrend angezeigt. Und dieser Trend, der läuft dann halt in Richtung der übergeordneten Situation, wie wir es hier haben, nach unten. Und das ist dann das, was uns doch erfolgversprechend den Weg weiter nach unten mit planen kann. Jetzt müssen wir einfach nur schauen, was der Chart an dieser Stelle macht. Wir machen weiter mit dem Chart, würde ich sagen, vom Kanada-Dollar, also vom kanadischen Dollar, japanischen Yen. Das Ganze natürlich auch erst einmal wieder immer mit Blick in den Tageschart hinein, weil wir sind momentan, beziehungsweise im gestrigen Tagesverlauf, sehr, sehr schön sozusagen verortet gewesen an einem, denke ich mal, nicht unwichtigen Bereich, wenn man sich den kurzfristigen Trendverlauf mal anschaut. Und zwar, hier wurde ein Gap gerissen, das sehen wir ja, und wir sind gestern hier in den Bereich dieser Gap-Entstehung mal reingelaufen, und wir sehen es momentan, kommt der Markt da richtig, nicht so richtig aus dem Knick an dieser Stelle. Das heißt, das Interessante, was wir hier in diesem Bereich haben, sind eigentlich zwei Dinge, die jetzt hier so ein bisschen zusammenspielen wollen. Das heißt, Nummer eins, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen wollen, wir sind ja hier so ein bisschen momentan gefangen. Unten haben wir hier eine, sage ich mal, Unterstützung gehabt um die Marke von 81,6. Obendrauf liegt momentan der Deckel bei 84,55. Also hier in diesem Bereich, das kommt aus den hinteren Widerständen, die wir in der alten Chart-Historie sehen. Das heißt, hier haben wir eine Range, in der der Markt hin und her geschwankt ist, oben angestoßen, runtergelaufen. Von unten haben wir ja schon oft gesehen, der Markt hat hier oft Support gefunden, und momentan notiert dieser Markt hier halt in seinem Median mittendrin. Und im Median wissen wir ja halt, wir haben das hier drüben auch schon öfter mal gesehen, da haben wir eine Entscheidungsmarke, wo wir immer zwei Szenarien am Laufen haben. Entweder wir kriegen ein Abpreisszenario oder es läuft nach oben. Und diese beiden Szenarien müssen wir hier definitiv auf der Uhr haben. Und das ist halt schön zu sehen, wo der Markt gerade steht und wie er auch reagiert. Also das heißt, wir gehen jetzt noch mal kurz drauf, wo er steht und was die aktuelle Richtung ist. Das sehen wir sehr, sehr schön hier, gekennzeichnet durch diesen gestrichelten Trendverlauf zur Oberseite hin. Das heißt, wir sind hier unten aufgestoßen am Support um die 81,6 und trenden jetzt so schön im Kleinen nach oben. Und wie schon gesagt, hier oben war das aktuelle Trend hoch. Jetzt laufen wir nach unten, und wenn wir uns das Ganze mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen und sehen, was das jetzt ist, dann sehen wir halt, wir haben momentan die Korrektur des kleinen laufenden Aufwärtstrends hier, den wir auf Tagesbasis gesehen haben. Und da sehen wir halt momentan hier, der Markt, der schlängelt sich in einem kleinen Trend so ein Stück weit runter. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen mit dem Markt hier, dann haben wir als Anlaufpunkt zur Unterseite, also das, was jetzt tatsächlich interessant wird, hier unten das Level liegen. Das ist das aktuelle Swing Low dieses Aufwärtsschwungs hier in diesem Bereich. Ne? Das ist die Marke von ungefähr 82,26, 27 in diesem Bereich. Bis dorthin könnte der Markt ohne weiteres
nach unten korrigieren. Momentan testet er ja gerade hier diesen alten Ausbruchsbereich um die, naja, kann man sagen 82,7, 82,8 in diesem Bereich. Also hier dieses Level, wo wir ausgebrochen sind, na, es ist die 82,8 hier oben drauf. Das wird gerade getestet, das heißt, das ist das Abpreisszenario, was gerade läuft. Und wenn sich das nach unten fortsetzt, wie schon gesagt, dann wird es erst einmal interessant, wie es zur Unterseite hin weitergeht. Ne? Das heißt, hier haben wir einen Anlaufpunkt bei 82,455 und dann hier als unterer Bereich von diesem größeren Swinglow, was wir hier haben, auch etwas, das in der Historie hier im Stundenchart schon einige Male, sag ich mal, interessante Wendungen genommen hat, die Marke von 82,266, also hier, das ist der Bereich, den wir hier unten haben. Das sind die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Wenn der Markt sich das dann allerdings irgendwann anders überlegt und schön wieder rumdreht, im Sinne dieses Aufwärtstrends hier, dann wäre es natürlich interessant zu sehen, dann muss er hier oben drüber. Das wäre dann ein deutliches Zeichen von Stärke. Und wenn er es schafft, dort oben drüber zu laufen, dann sehen wir schon, wenn wir uns an diesem Abwärtstrend hier orientieren, der so schön sich hier nach unten geschlängelt hat, dann wäre nach dem aktuellen Trendhoch um die 83,1 der nächste Anlaufpunkt hier oben erst einmal das Zwischenlow um die Marke von 83,55. Beziehungsweise, wenn wir das Ganze dann noch etwas nach oben mit anbauen wollen, hier der nächste Bereich, den wir hier haben, ist die Marke von knapp 84,35. Auf der Oberseite, wir sehen es hier, da haben wir schöne Swing Highs aus der Abwärtsbewegung mit liegen, die durchaus als Anlaufmarke auf dem Weg hier oben zum alten Deckel beziehungsweise zum aktuellen Deckel bei 84,55 mit herhalten können. Das ist hier quasi die Oberseite im Kandollar japanischen Yen. Und dann schauen wir gleich noch auf das Brent. Der Ölmarkt ist ja immer ordentlich unter Druck geraten hier vor nicht allzu langer Zeit. Wir hatten hier drüben das Hoch am, wann war es gewesen? Am 8.1. bei 72,25 hier im Brent. Seitdem hier der Markt definitiv Feuer von oben nach unten. Da toben sich momentan so wirklich richtig schön die Bären aus. Und wir sehen auch immer wieder dieser Trend hier, der korrigiert nicht wirklich deutlich tief, sondern kommt immer relativ flott wieder in die Trendrichtung zurück. Und das ist das, was wir hier momentan mit auf der Uhr haben sollten, weil wir sind hier unter einen wichtigen Bereich drunter gelaufen. Hier, wir hatten hier diesen Drehbereich um die Marke von 56,65. Hier haben wir auch unten dieses alte Zwischentief rausgenommen unter der Marke von 55. Das heißt, hier ist alles nach unten geöffnet. Wir sehen es hier drüben, kommt nicht mehr wirklich viel, was aufhalten kann. Heißt also, der Weg nach unten hin, gen Jahrestief 2018, was wir hier drüben stehen, haben bei 54,24. Der Markt, der Weg ist erstmal offen. Da ist also einiges Platz hier unten rein. Und das ist halt das, was wir hier auf der Uhr haben sollten. So, das schauen wir uns jetzt aber auch nochmal im Detail mit an, weil wir haben momentan laufen die korrektive Bewegung. Und was hier schön zu erkennen ist, ist auch hier, das ist der aktuell nach unten laufende Trend. Der ist jetzt in seiner Korrektur. Wir testen quasi gerade diesen ehemaligen Unterstützungsbereich. Deswegen habe ich das hier mal noch grün skizziert gelassen. Das war also, die Unterstützung ist jetzt natürlich ein Widerstandsbereich. Und hier kommt es jetzt wirklich auch darauf an, was passiert. Mit Blick auf diesen laufenden Abwärtstrend haben wir natürlich etwas Luft hier oben rein. Definitiv bis an dieses Korrekturhoch, was wir hier oben drüben liegen haben. Also hier, da haben wir die Marke von im Hoch 57,32 hier an dieser Stelle. Bis dahin kann er ja ohne weiteres korrigieren. Ja? Viel Luft ist da nicht mehr, aber er kann es tun, bevor er umdreht, im Sinne dieses Aufwärtstrends. Wenn er rumdreht, er fängt ja jetzt auch schon an rumzudrehen, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant. Sobald der Stundentrend wieder nach unten tradet, haben wir natürlich auch den Beweis, dass der Markt nach unten will, weil wir da fallende Hochs und fallende Tiefs haben. Dann sollten wir die Unterseite mit auf der Uhr haben. Ansonsten, wenn es zu einer Ausdehnung der Korrektur zur Oberseite hinkommt, möglicherweise sogar mit Bruch dieser Abwärtsrichtung, dann sollten wir als nächstes natürlich mal hier dieses alte Zwischenbruchlevel um die 58,60 haben, beziehungsweise hier diesen etwas höher liegenden Bereich hier um die Marke von knapp 60 US-Dollar. Das wäre durchaus ein denkbarer Bereich. Wie schon gesagt, dazu müssen wir aber nach oben laufen. Und das gucken wir uns jetzt ganz kurz mal noch in der Stunde an. Weil da sehen wir schon, ich mache mal kurz den Lower Time Frame raus, das Ganze hier mit reingebracht, was hier passiert. Und da skizziere ich mal das Bild, was mir jetzt hier an dieser Stelle entsprechend wichtig ist. Also wir sehen es hier mal, der Trendverlauf der Stunde, der korrektive Trendverlauf,
den wir schön nach oben auch mit einzeichnen können. Die wichtigen relevanten Marken, wir sehen es hier, innerhalb der Korrektur haben wir ansteigende Hochs und ansteigende Tiefs an dieser Stelle. Hier das Ganze schön nach oben ausgezeichnet und wir sehen momentan hier, dass der Markt leicht anfängt zu schwächeln. Das ist ja auch das, was wir gerade auf Tagesbasis gesehen haben. Ne? Wir sehen es also, der Trend hat sich hier nur ganz knapp fortgesetzt, beziehungsweise wir müssen mal kurz schauen, ob er sich überhaupt fortgesetzt hat. Hier das Hoch dieser Kerze war bei 56,78 und das Trendhoch hier war bei ja, 56,57. Also um einen Cent sind wir hier oben drüber gelaufen und dann haben wir direkt schon wieder nach unten rumgedreht. Und hier wird es halt im Ölpreis jetzt wirklich interessant, was passiert hier unten. Also hier unten an dieser Stelle, an diesem Low, was wir hier haben, das ist der interessante Marker. Das ist für die Stunde jetzt sozusagen der Unterstützungsbereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Und dieser Unterstützungsbereich, wenn der entsprechend gebrochen wird, dann sehen wir es, dann ist die Stunde wieder abwärts gerichtet, also definitiv der Markt nach unten orientiert und dann sollten wir uns auf der Unterseite auch entsprechend orientieren. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, wie schon gesagt, es ist ja jetzt reingelaufen in die Korrektur. Die Level, die dann interessant sind, sind dann natürlich immer wieder hier die entsprechenden Korrekturtiefs, die wir hier unten haben. Und da haben wir hier einmal die Marke von knapp, ja, was haben wir hier unten im Low? 54,39, dann haben wir hier unten die nächsten Anlaufmarke, das nächste Low bei 54, ungefähr 20 und dann haben wir schon das Tief unten dran stehen, hier unten knapp um die Marke von 53,65. Der Weg nach unten ist dann also definitiv da, definitiv offen und wir sind dann auf dem Weg wieder zum alten Trendtief in der Fortsetzung. Aber wie schon gesagt, bis dahin muss es erstmal fallen. Wir müssen hier unter das Tief drüber, dreht der Markt nämlich vorher um und läuft erst einmal noch ein Stück höher. Kann er ja machen, wir wissen es ja alles nicht. Wie schon gesagt, dann wird hier oben diese Marke von 57 um die 33 wieder interessant. Das ist das aktuelle Hoch hier aus der Abwärtstrendphase. Wird das überschritten, wie schon gesagt, dann können wir uns zur Oberseite hin etwas orientieren und die Marker hier, die wir schön aus dem Stundenchart mit rausziehen können, während dann erst einmal hier oben dieses kleine Zwischenhoch bei 57,60, hier drüben dann knapp die 59,50 und dann hier ein Zwischenhoch bei um die 60,68. Also das sind die Marker, die wir durchaus hier aus diesem Abwärtstrend mit rausziehen können, wenn wir tatsächlich einen deutlichen Anstieg der Ölpreise hier an dieser Stelle sehen werden. Das wird der Markt uns aber zeigen müssen. Also da steht der Beweis definitiv noch aus. So, das dazu und dann kommen wir mal noch zu den Wunschmärkten. Freue mich, wir haben heute drei Stück. Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken und das Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Das Ganze hier gleich live mit in der Besprechung drinnen. So, ich gehe die Wunschfragen einfach mal hier der Reihe nach durch. Die erste Frage, die wir hatten, kam zum Euro-US-Dollar, ja auch schön nach unten gelaufen, nach dem Bruch der alten Tiefs unten rausgenommen. Feine Geschichte, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, kann ich da immer schon schön an dieser Stelle sagen. Das ist ja auch eine Währung, die in meinem eigenen Portfolio sehr, sehr oft im Trading eine ja, gute Rolle übernimmt. Das Euro-US-Dollar ist das erste Währungspaar, das ich im FX-Bereich getradet habe. Und das ganz ordentlich, da bin ich halt direkt vom FX-Markt mit infiziert worden. Das ist also eine ganz, ganz feine Geschichte. Was wir hier jetzt momentan einfach sehen, ist wirklich der schöne, schöne Abwärtslauf unten rein. Wir sind hier mittlerweile auf neue Jahrestiefs entsprechend auch gefallen. Ich zeige euch das gleich mal. Ich muss nur mal den Rand noch wegrutschen hier an dieser Stelle. Also wir sehen es, wir sind hier, egal auf was man es nimmt, egal ob auf diesen großen Trend nach unten oder hier diesen aktuellen Bewegungstrend, wir sind halt weit in die Bewegungen reingelaufen hier und jetzt zoome ich das Ganze mal etwas näher zusammen, beziehungsweise wir gehen mal ganz kurz auf den Wochenchart, damit wir das ganze Ausmaß hier entsprechend auch mal mit einblenden können, wo wir momentan stehen. Also wir sehen hier auch sehr, sehr schön einen Markt, der hervorragend abwärts gerichtet ist. Wir sehen hier immer wieder fallende Hochs, fallende Tiefs, also das Ganze immer sehr, sehr schön nach unten mit rausgenommen. Und wie schon gesagt, wir sind jetzt hier unter dieses Tief runtergelaufen. Wir hatten ja das letzte Tief am 29., also im September letzten Jahres hatten wir das letzte Tief hier bei der Marke von knapp 1088, also wir sehen es hier, 108791 war das Low gewesen, was wir da im letzten Jahr gehabt haben. Und wir sind jetzt hier aktuell im Tief gestanden bei
0,8653 war das aktuelle Tief. Das heißt, wir sind dort drunter. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal aus charttechnischer Sicht an. Was kommt hier noch? Beziehungsweise, wo ist hier der nächste Anlaufbereich zur Unterseite? Da können wir relativ flott eins feststellen. Hier, das hier unten ist dann der nächste Anlaufbereich. Das heißt, hier unten drinnen, hier die Marke von ungefähr, naja, was haben wir hier? 1, knapp 57 haben wir hier unten. Da wäre jetzt aus rein charttechnischer Sicht mal der nächste Anlaufpunkt. Ne? Wir hatten ja hier dann noch etwas tiefer eine Marke mit liegen. Die kreuzt sich auch gleich mal noch mit an. Die wird dann irgendwann wieder eine gewisse Rolle spielen. Die Marke von etwas unter 1,05. Und dann haben wir hier unten schon das Tief gehabt. Das aktuelle, was wir hier sehen, die Marke von etwas unter 1,034 oder um die 1,034. Das sind die Marke, die wir auf der Unterseite haben. Der Weg nach unten hin ist jetzt aus charttechnischer Sicht auf alle Fälle erstmal freigegeben worden mit dem Weg hier nach unten rein. Wir sehen es hier unten. Das ist auch ein Supportbereich, den wir hier haben. Und wie schon gesagt, wenn dieser Bereich hier unten tatsächlich unterschritten wird, hier in diesem Marker, da hatte der Markt ja drüben hier an dieser Stelle immer mal etwas damit zu kämpfen gehabt, erst am Anfang. Wenn das tatsächlich unterschritten wird, ist das halt ein wichtiges Zeichen und das zeigt uns halt, der Markt will nach unten und wie schon gesagt, dann laufen wir halt schön nach unten rein in die alten Level, die wir hier hatten. Also da kann schon noch einiges zur Unterseite hinkommen im längerfristigen Bereich. Kurzfristig muss man jetzt dann natürlich erstmal schauen, was macht der Euro-US-Dollar hier unten. Wir sind hier weit in eine Bewegung reingelaufen. Es würde also nicht wundern, wenn wir hier unten in diesem auch grün markierten Bereich irgendwann auch mal wieder eine korrektive Gegenbewegung sehen. Und wenn wir diese Gegenbewegung sehen, gerade im kurzfristigen Bereich, dann sollten wir uns, sollte die heute beispielsweise auch einsetzen. Hier unten am Tagestief von gestern sehen wir ja reges Kaufinteresse. Der Markt schiebt jetzt etwas nach oben. Dann wäre es natürlich interessant zu sehen, was passiert denn hier oben am Tageshoch von gestern. Also das, was wir hier oben drinnen liegen haben. Die Marke, wo haben wir sie liegen? Bei 1, wo haben wir es hoch? 1,09256. Hier dieser Bereich, was passiert da oben? Also wir haben hier eine weite Range fürs Intraday-Trading. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir hier eine tiefere Korrektur sehen, dann bedienen wir uns einfach dem untergeordneten Abwärtstrend und dann sehen wir schon die schönen Swing-Highs, die wir hier durchaus zur Oberseite anlaufen können. Die Marken hier, wie schon gesagt, der erste Anlaufpunkt wäre mal hier oben die 1,09255 und dann geht es hier oben weiter. Also wir sehen, wir können schön hier oben drauf schwingen. Die Marker sind dann da und die können durchaus für eine Trade-Planung zur Oberseite definitiv auch mit herhalten. Wichtiger Marker hier wäre hier mal dieser größere Anlaufpunkt hier, wenn ich das mal ganz kurz nach unten ziehen darf. Also hier dieser Ausbruchsbereich um die, was haben wir hier unten, die 1,099 in etwa. Hier durchaus eine Ausdehnung der Korrektur in diesen alten Ausbruchsbereich, das im denkbaren Bereich hier im Euro-US-Dollar. Nächster Chart, den wir uns hier anschauen wollen, ist der US-Dollar-Schweizer-Franken. Das Ganze natürlich auch wieder schön in die Einordnung. Schweizer Franken hier einer der sicheren Häfen auf unserer Welt. Ja, da haben wir ja den Yen und den Schweizer Franken, die sehr, sehr gerne herhalten, wenn die Sicherheit gesucht wird. Wenn wir uns diesen Trend momentan einfach mal anschauen, dann sehen wir hier eine schöne Trendwende. Und zwar, kleinen Augenblick, ich zoome das mal kurz rüber hier an dieser Stelle, die Trendwende im kleinen Bereich hat hier eingesetzt, als wir hier rüber gelaufen sind, über diese Marker. Das heißt, wenn wir uns diesen Trendverlauf einfach mal anschauen, hier, das hier war entsprechend, ich skizziere das jetzt einfach nur mal ganz, ganz grob. Hier war natürlich einiges an trendigen Bewegungen auch noch mit drinnen. Aber die wichtigsten Fakten, die jetzt hier da sind, sehen wir halt zum Schluss. Und zwar ist das der Bereich des letzten Korrekturhochs. Ja, und da sehen wir, der Markt ist rangelaufen, hat es kurz angedutzt, ist nach unten gelaufen, hat ein höheres Tief gemacht und ist jetzt oben reingelaufen. Das heißt, was wir hier jetzt an dieser Stelle haben im Währungspaar US-Dollar-Schweizer Franken, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich jetzt hier einen Aufwärtstrend haben, der valide und richtungsführend ist. Und dieser valide und richtungsführende Trend kann sich jetzt natürlich nach oben schön mit fortsetzen. Und wenn wir jetzt nach der Oberseite Anlaufpunkte suchen wollen, dann nehmen wir uns einfach hier oben diese Swing Highs aus diesem Abwärtstrend, den wir drüben haben, als Anlaufpunkte und da können wir uns schöne Zielmarker suchen. Das heißt, was hier jetzt tatsächlich interessant ist,
wenn es hier schön weiter nach oben geht und wir auch dieses, sage ich mal, wichtige Level rausgenommen haben hier in diesem Bereich. Und das haben wir ja jetzt tatsächlich. Also wir sind hier über diesen alten Widerstandsbereich tatsächlich nicht nur rangelaufen, sondern drüber gelaufen. Der ist jetzt zu einem Support-Level, sage ich mal, mutiert. Und wenn wir hier schön nach oben weiterlaufen, dann haben wir hier diesen Trend, der sich nach oben weiter fortschlängelt. Und wie schon gesagt, Anlaufmarke hier ganz grob über den Daumen. Die 0,983, hier drüben die 0,9876 und hier dann die 0,99185, die Marke, die wir hier auf der Oberseite haben, nach oben hin. Kommt es zur Schwäche, zur Korrektur, das kann sich natürlich auch alles immer ein bisschen angeben, dann sollten wir hier im kurzfristigen Bereich mal schauen, hier unter dieser Marke von 0,97, das ist hier das Tagestief von gestern, da sollten wir erst einmal nicht runterfallen. Wenn wir diese Stärke beibehalten wollen, die wir hier momentan haben, passiert das trotzdem. Schauen wir mal kurz noch in die Stunde rein, dann haben wir hier natürlich im Stundentrend einen Gegentrend am Laufen, also das wäre dann sozusagen das, was wir hier haben, die Schwäche, die wir hier momentan sehen, wir haben ein tieferes Hoch gemacht und wenn sich das Ganze hier nach unten entlädt, dann können wir uns korrektiv, das ist jetzt nur der Stundentrend, den wir sehen. Ja, bitte nicht, dass der Tagestrend gebrochen ist, der ist weiterhin valide, sondern korrektiv einfach mal ein bisschen nach unten mit aufhalten, wenn wir mal schauen, wo hier ein wichtiger Bereich ist. Schaut mal hier, diese Marke hier um den Bereich, wo dieser Abwärtstrend hier gebrochen worden ist, das wäre dann durchaus mal ein erstes Anlauflevel zur Unterseite hier. Das ist mal ganz grob der Bereich von 0,9713 auf der Unterseite, beziehungsweise wenn man es dann noch weiter nimmt und das nächste Trendtief nimmt, dann haben wir hier unten diesen Bereich um die Marke von 0,9678 hier. Wir sehen es hier in diesem Bereich, der ist zweimal auch getestet worden und das war hier auch ein Korrekturtief bei dem Schlängler nach oben und deswegen hat man hier zwei wichtige Bereiche, sollten wir hier tatsächlich einen Abwärtstrend sehen, der hier auch unter das Tagestief von gestern läuft, dann haben wir nämlich diesen Trend erst einmal gebrochen und dann sehen wir etwas weitere Gegenbewegung nach unten, das Ganze hier als Korrektur auf der Unterseite zu sehen und wie schon gesagt, die Oberseite hin, die haben wir ja auf dem Tageschart gerade auch betrachtet, wenn sich dieser Tagestrend hier, der nach oben gerichtet ist, fortsetzt, dann sehen wir die Level auf Tagesbasis natürlich auch hier im Stundentrend zu sehen. Das sind halt wirklich markante Dinge und diese markanten Dinge, die sehen wir, haben immer gute Marktrelevanzen hier auf diese Chancen. So, bevor ich jetzt zum nächsten Chart übergehe, habe ich noch eine Frage bekommen hier auf Facebook. Da wird gefragt, wie groß ist die Chance, dass der untere Bereich einen Support darstellt? Ich weiß jetzt nicht genau, welches Währungspaar genannt wird. Da mal bitte ganz kurz, Gerhard, eine Info, dass ich da noch mal kurz drauf eingehen kann. Wenn du gerade da bist, einfach mal flott reinschreiben und dann kann ich vielleicht direkt noch drauf eingehen. Ich warte einfach mal ganz kurz. Gehen wir hier nochmal kurz zurück auf den Tageschart. So. War das vorletzte. Okay, gucken wir nochmal kurz dann rein. Also das vorletzte war dann sozusagen im Euro-US-Dollar. Ich hoffe, das kriege ich jetzt noch hin. Wenn nicht, bitte einfach nochmal kurz die Frage detaillierter reingeben und dann gehe ich darauf nochmal ein. Wir machen in der Zwischenzeit entsprechend den britischen Pfund US-Dollar. Also sozusagen hier an dieser Stelle das Cable. So, wo bist du? Britischer Pfund, da ist er, US-Dollar. Hier haben wir ihn schön am Laufen, schön nach unten am Laufen und schön in die Korrektur rein. Es ist immer fantastisch, wie schön man die Charts lesen kann und wie schön man auch Support-Levels identifizieren kann und wie oft die halten. Ja? Also das, was wir hier machen, ist ja immer nur eine klassische, reine Analyse. Wir wissen ja nie, ob der Markt sich daran hält. Also für mich in meinem Regelwerk gibt es halt immer eins, da steht drin, Mike, mach eine Analyse, such wichtige Marker raus und schau, was der Markt dort macht. Und dann antizipiere bitte das, was der Markt dort macht. Und genau das ist das, was wir hier als Trader auch immer wieder tun können, was wir hier auch sehen. Wir sehen es halt, der britische Pfund am US-Dollar, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier, wir schlängeln uns mittlerweile in einem Abwärtstrend nach unten. Wir hatten das Ganze vor ein paar Tagen auch schon besprochen, als wir hier oben diese starke Abverkaufskerze gesehen haben. Und da hatten wir drüber gesprochen, die Marke ist ja auch noch drinnen. Wenn wir hier unter die 1,2945 drunter laufen, haben wir den validen Abwärtstrend und der ebnet dann erst einmal den Weg hier bis in diesen kleinen Haken rein, um den Support bei 1,29, dieser Bereich hier unten. Das ist genau diese Marke hier, die wir hier hatten. Und was passiert hier?
wie von Zauberhand. Der Markt läuft dort ran, leicht runter und dann kommt erstmal die Korrektur. Und jetzt an dieser Stelle bitte immer im Blick gehalten, das ist nur die Korrektur. Ja, mehr nicht, nicht mehr, nicht weniger. Wir sind hier drunter gelaufen. Damit ist auch dieser große Schub hier rausgenommen worden. Das heißt, wir sind definitiv wieder abwärts gerichtet. Nächster Anlaufpunkt, charttechnisch aus meiner Sicht, wäre dann hier unten die Marke von 1,27,7, dieser Supportbereich, den wir hier haben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Zoom ran anblicken, schaut es euch, hier haben wir Laufen. Das ist das Trendige, was wir in der Stunde sehen. Und der Stundentrend, beziehungsweise das Trendige, was wir hier sehen, hat hier oben knapp um die Marke von 1,30, was haben wir hier im Hoch gehabt? 1,30,7. Also diese Marke hier, ich ziehe die mal ganz kurz auf 1,30,7. 1,30,7, so, zack, Enter, fertig, aus die Maus. Das ist das Hoch. Da müssen wir erstmal rüber, um diese Abwärtsdynamik rauszunehmen. Ja? Das heißt, wir können durchaus noch ein ganzes Stückchen höher korrigieren, ohne diesen Bewegungstrend zu brechen, den wir hier auf Tagesbasis sehen. Und das ist das, was wir in der Stunde auch schön mit am Sehen zu sehen bekommen. Hier, das ist der Trend, der hier nach unten läuft. Ganz klar. Die letzte Bewegung, also der letzte kleine Bewegungsschub auf Stundenbasis, der ist selbstverständlich gebrochen. Ja, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn wir uns aber das größere Bild anschauen, dann ist das nächste wichtige Level halt aber erst diese Marke hier oben bei 1,30,7. Heißt also, wenn wir hier zur Ausdehnung nach oben kommen, dann laufen wir selbstverständlich hier erstmal über dieses kleine Hoch bei 1,29,9. Bildet sich hier natürlich dieser geschlängelte Markt nach oben, der führt dann dazu, dass das Ganze hier zu einem etwas größeren Aufwärtstrend wird. Aber wir sehen es ja hier, wir haben jetzt schon einen validen Stundentrend, der hier korrektiv nach oben läuft. Und der hat halt tatsächlich auch das Potenzial, sich ohne weiteres auszudehnen in die 1,30,700. Das ist jetzt technisch überhaupt kein Problem. Dreht er aber irgendwann wieder rum, das heißt läuft er schön nach unten, kommt schwach rein, dann haben wir hier die Umkehr der Nachfrage, wie ich die immer so schön sage. Und wenn hier eine Umkehr der Nachfrage kommt, dann wechseln wir halt wieder von der Käuferseite zur Verkäuferseite. Und dann haben wir hier ein astreines Umkehrsignal. Und das können wir dann schön wieder nutzen, um die Richtung dieses laufenden Abwärtstrends zu spielen. Und dann geht es dann mit der Planung hier aufs aktuelle Trendtief unten rein, um die Marke von 1,287 beziehungsweise dann im weiteren Fortlauf hier Richtung 1,277 zur Unterseite hin. Also wir müssen hier einfach nur mal ein bisschen zuschauen, wie sich die Korrektur nach oben entwickelt. Potenzial ist ja noch da und wenn es dann zur Umkehr kommt, kann man auch relativ flott die Seite nach unten auch mit wechseln. Das hier im britischen Pfund US-Dollar. Und damit gehe ich nochmal kurz zurück in den Chart vom Euro-US-Dollar. Da hatten wir nämlich noch, und da bitte ich jetzt nochmal kurz um aktive Mitarbeit, Gerhard, schauen wir mal zusammen in den Chart nochmal rein, hier an dieser Stelle, und zwar Euro-US-Dollar, da ist er hier doch mal rein. So, jetzt haben wir den Markt nochmal da und damit kam es hier nochmal zur Frage zu einem Supportbereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Und hier an dieser Stelle will ich den Chart nochmal kurz, jetzt muss ich nochmal die Marker hier alle einstellen, dass wir schön das Ganze mit am Laufen haben. Also, wie schon gesagt, wir sind hier momentan, wenn wir uns das Ganze historisch mal anschauen, wir sind hier auf alle Fälle aktuell auf einem Bereich hier in diesem Bereich, der Support darstellen kann. Wir sehen das hier, den Tageschart, der ist unten reingelaufen. Wir sind momentan bei der Marke von 1,088. Das heißt, wir sind hier im Tief natürlich unter dieses Tief hier drüben drunter gelaufen. Das ist ganz klar. Und wenn wir uns diesen Wochenchart hier an dieser Stelle nochmal anschauen, wie schon gesagt, wir haben hier unten aktuell ein Band, wo wir durchaus davon sprechen können, dass das ein Supportbereich ist. Ich mache das mal kurz ein bisschen größer, dass wir sehen können, warum wir sind hier drüben. Wenn wir uns das Ganze historisch mal anschauen, kurzen Augenblick hier hinten ran, hier, da hat der Markt schon in diesem Bereich immer mal ein bisschen rangedreht, ein bisschen rumgedreht. Also es kann schon durchaus sein, dass wir hier momentan ein Level haben, wo der Markt dann irgendwann wieder rumdreht und sagt, okay, wir nehmen diesen Bereich jetzt wirklich nochmal als Support und korrigieren mal diesen starken Abwärtsbereich hier an dieser Stelle. Wenn dieses Supportband allerdings bricht, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, dann ist das ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass wir hier weiter nach unten laufen. Wie schon gesagt, der nächste Anlaufbereich, der nächste Unterstützungsbereich, den haben wir dann hier unten liegen, um die Marke von ungefähr, naja, etwas unter 1,057, dieser Bereich, das ist das, was wir hier dann entsprechend haben. Also man kann davon ausgehen, dass wir hier gerade einen Unterstützungsbereich haben, der getestet wird. Und da
werden wir jetzt eine richtungsweisende Entscheidung finden. Wenn es direkt wirklich drunter geht, bleibt das Ganze schwach. Und wir sehen es halt momentan hier im kleinen Bereich. Der Markt testet diesen Support gerade so ein bisschen. Und im kurzfristigen Bereich, wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, hier könnte es durchaus so weit kommen, dass der Markt ein Stück weit nach oben läuft und wir hier mal Richtung dieses alten kleinen Zwischenhochs auf dem Stundenchart bei 1,09255 hochlaufen. Das dazu. Ich kriege gerade die Rückmeldung. Verstanden. Danke. Bitte. Sehr, sehr gerne. Und damit sage ich danke an die Zeit heute Morgen. Wie schon gesagt, nicht wundern bitte. Hier ist momentan noch kein Bild dabei von meiner Seite her, weil ich einfach noch nicht zu 100% fit bin. Wird morgen auch so sein. Montag dann alles seinen gewohnten Gang. Ansonsten morgen früh wieder um 8.30 Uhr der Blick hier in die Märkte hinein. Morgen an dieser Stelle auch wieder die großen Indizes im Check. Wir gucken auf die Nachrichten zurück, was wir diese Woche hatten. Wir schauen, was nächste Woche auf uns wartet und wir analysieren sehr, sehr gerne auch noch den ein oder anderen Wunschmarkt. Ansonsten muss ich mich persönlich noch ein bisschen schonen. Voll über den Damm bin ich noch nicht, aber es ist definitiv soweit, dass wir auf alle Fälle ganz in Ruhe unsere Marktbesprechungen machen können. Also danke für die Zeit. Heute Morgen allen gute Trades und bis morgen früh um 8.30 Uhr. Tschüss und erfolgreiches Trading.